Hallo Filmstarts-Fans, ich bin Sebastian und weil Halloween kurz vor der Tür steht, widme ich mich heute mal den Horrorfilmen. Und zwar nicht irgendwelchen Horrorfilmen, sondern den gruseligsten überhaupt, natürlich rein wissenschaftlich betrachtet. Vor kurzem gab es nämlich genau das, eine wissenschaftliche Studie, die herausfinden wollte, welches denn der unheimlichste Film ist. Dafür hat das Team hinter der Studie zahlreiche Bestenlisten durchforstet, die es irgendwo in den Weiten des Internets zu finden gibt. So wurden 50 Filme zusammengestellt, die anschließend 50 verschiedenen Leuten unterschiedlichen Alters gezeigt wurden. Während die dann die Filme geguckt haben, wurde ihre Herzfrequenz gemessen und dadurch ist dann folgende Top 10 der gruseligsten Filme und eben auch der gruseligste Film ermittelt worden. Let's do this. Auf Platz 10 steht The Visit von M. Night Shyamalan. Bei dem Film, in dem zwei Geschwister zu Oma und Opa geschickt werden, lag der Herzschlag gewöhnlich bei 79 Schlägen pro Minute. Gewöhnlich gelten ja so 60 Schläge pro Minute als normal. Da ich The Visit leider noch nicht gesehen habe, kann ich nicht einschätzen, ob das nun wirklich ein gruseliger Film ist oder nicht. Deswegen die Frage an euch da draußen, habt ihr den Film gesehen? Könnt ihr ihn empfehlen? Platz 9 belegt einer meiner persönlichen Lieblingshorrorfilme, The Descent von Neil Marshall. Die Geschichte einer Gruppe von Frauen, die bei einer Höhlenexpedition ins Chaos gestürzt werden und dabei fiesen Monstern begegnen, ist einfach nur der Hammer. Klaustrophobisch und absolut nichts für schwache Nerven. Dass bei dem Film der Herzschlag im Durchschnitt nur bei 79 Schlägen pro Minute lag, kann ich mir kaum vorstellen. Der Film ist definitiv verdammt gruselig. Platz 8 geht an The Babadook, in dem eine Mutter es nicht nur mit dem vielleicht nervigsten Filmkind aller Zeiten zu tun bekommt, sondern eben auch mit dem unheimlichen Babadook. Dieser Film ist eher klassischer Gruselfilm als wirklich Horror, aber einfach verdammt spannend inszeniert. Jennifer Kent, die Regisseurin, vermischt gekonnt Charakterdrama mit einfachem, aber höchst effektivem Grusel. Bei 80 Schlägen pro Minute ging der Herzschlag hier bei vielen schon sehr viel schneller. Auf Platz 7 steht The Conjuring 2, ein Film, den ich persönlich viel weiter oben gesehen hätte, denn ich gehöre zu denen, die den zweiten Teil der Conjuring-Reihe sogar noch etwas besser finden als den ersten. James Wan hat einfach so ein gutes Händchen dafür, Jumpscares perfekt herauszuzögern und die gruselige Atmosphäre zu halten. Auch dieser Film sorgte für eine Herzfrequenz von 80 Schlägen pro Minute und ja, das kann ich absolut nachvollziehen. Ich bin wirklich sehr gespannt, wie Teil 3 wird. Who's that? Platz 6 belegt ein Film, der für viele einer der besten Horrorfilme der letzten Jahre ist, It Follows. Und ja, der Film hat es in sich. Die junge Jay wird nach ihrem ersten Mal auf einmal von etwas Unheimlichem verfolgt. Nur wenn sie mit jemand anderem Sex hat, kann sie es wieder loswerden. Was bei It Follows das Herz so richtig in die Höhe treibt, ist die Tatsache, dass die unheimlichen Verfolger so ziemlich jeder sein können. Außerdem zelebriert Regisseur David Robert Mitchell das 80er-Jahre-Horror-Kino. Und so erinnert It Follows in Teilen auch stark an John Carpenters Halloween. Ein nervenzerreißender Soundtrack untermalt hier den schleichenden, aber unaufhaltsamen Horror des Films. Wenn ihr diesen Film noch nicht gesehen habt, holt es unbedingt nach. Auf der 5 steht ein Film, den ich persönlich extrem langweilig finde. Paranormal Activity. Dieses Found-Footage-Ding um das Pärchen Micah und Katie soll ja bei Kinovorführungen für regelrechte Panikattacken gesorgt haben, aber irgendwie kann ich das überhaupt nicht nachvollziehen. Ewig passiert in diesem Film nichts und dann in der letzten Einstellung halt ein bisschen was. Meine Art von Film ist das definitiv nicht. Laut Studie ging hier der Puls durchschnittlich auf 82. Aber gut, so unterschiedlich sind Geschmäcker halt. You cannot run from this, we'll find you. Platz 4 gehört laut Studie einem Film, den ich persönlich als den unheimlichsten Film ansehe, den ich in den letzten Jahren so geschaut habe. Hereditary. Ich weiß, bei diesem Film scheiden sich die Geister. Die einen empfinden ihn als prätentiös, gekünstelt und langweilig, andere wiederum feiern ihn ab.
Ich gehöre definitiv zur zweiten Gruppe. Ari Asters Debüt über eine verstörte Familie ist ein Horrormeisterwerk in meinen Augen. Dieser Film hat mich während des Guckens einfach so extrem nervös gemacht. Wie hier gekonnt mit Schnitt, mit Licht und Schatten und der Kamera Grusel erzeugt wird, ist einfach nur unglaublich gut. Der Film fängt als Familiendrama mit einer umwerfend guten Toni Collette an und entwickelt sich dann immer mehr zu einem wahren Albtraum. Hier ging der Puls bei den Teilnehmern der Studie durchschnittlich bis zu 83 Schlägen pro Minute hoch. Nicht schlecht, muss ich sagen. Mein Herz stand immer mal wieder komplett still und raste dann schneller als der Roadrunner. He's gonna wake up. Jimmy, he's gonna wake up. Come on. You're okay. Wake up. Wake up. Auf Platz 3 haben wir The Conjuring. Teil 1 ist natürlich auch ein großartiger Horrorfilm, der uns das Geisterjägerpärchen Ed und Lorraine Warren vorstellte. Hier sehen wir den Anfang eines stark wachsenden Horror-Franchises und auch hier ist wieder Saw-Regisseur James Wan am Werk und beweist sein Händchen fürs Timing. The Conjuring hat unglaublich gute Jumpscares, hält die unheimliche Spannung konstant und ist einfach nur ein perfekter Oldschool-Gruselfilm, der ohne viel Blut auskommt. Hier ging der Puls im Durchschnitt auf 84 Schläge pro Minute. Show me the cellar. Platz 2 bekommt ein Film, in dem auch wieder Patrick Wilson zu sehen ist. Der Mann muss wirklich vor gar nichts mehr Angst haben, oder? So, is there still anything that can scare you? Germans. No. Really? Okay. How can I scare you? It's your beautiful, shocking blonde hair. Okay, also während ich mal versuche, Wilson mit meinen blonden Haaren in Angst und Schrecken zu versetzen, macht er das bei uns im Gegensatz mit Insidious. Dieser Film ist auch wirklich nichts für schwache Nerven. Zwar würde ich ihn nicht unbedingt auf Platz 2 setzen, aber hey, wenn eine wissenschaftliche Studie das macht, dann ist das wohl so. Bei diesem Film lag der Herzschlag der Probanden durchschnittlich bei 85 Schlägen pro Minute. It's not the house that's haunted. It's your son. Kommen wir aber nun endlich zu Platz 1, dem angeblich unheimlichsten Film, dem ultimativen Horrorfilm. Und nein, es ist nicht The Shining. Dieser Klassiker von Stanley Kubrick, der so viele Horrorbestenlisten anführt, landet in dieser Studie nur auf Platz 33. Selbst gute alte Horrorperlen wie Alien, The Thing oder Blair Witch Project landen nur auf den hinteren Plätzen. Die ultimative Nummer 1, und jetzt habe ich euch wirklich lange genug hingehalten, heißt Sinister. Dr. Strange-Regisseur Scott Derrickson schickte in diesem Film Ethan Hawke auf die Spur einer unheimlichen Mordserie und sorgt dabei für ordentlich Grusel. Bei den Probanden der Studie lag der Herzschlag im Schnitt bei 86 Schlägen pro Minute. Und ja, ich kann es verstehen, Sinister ist ein toller Horrorfilm. Das Ganze ist so eine Art Detektivspiel mit Horrorelementen. Der Film liefert einen aufregenden Twist und damit auch eine ziemlich fiese Prämisse. Meine Nummer 1 wäre trotz allem im Moment eher Hereditary, aber das ist ja nur meine Sichtweise. Diese Liste ist rein wissenschaftlicher Natur. Da sind andere Meinungen erstmal egal. Mir jetzt aber nicht. Was haltet ihr von dieser Liste? Was sind eure absoluten Lieblingshorrorfilme? Schreibt es mir unbedingt in die Kommentare. Für mehr Horror klickt euch doch einfach mal hier durch unsere Horror-Playlist.